Moin, ich bin Kai und wenn du dir gerade eine Kamera gekauft hast und jetzt nicht weißt, was du fotografieren sollst, dann habe ich jetzt das richtige Video für dich. Mein erster Tipp ist, fahr einfach mal in die nächste große Stadt und fotografier drauf los. Fotografier alles, was dir vor die Linse kommt, nur mach das nicht wie wir, an einem der kältesten Tage des Jahres mit Schneestürmen und so. Das kann ich nicht empfehlen, da gehen dir die Füße und die Hände bei ab. Aber fahr einfach mal in eine Stadt, lern deine Kamera dabei kennen, fotografiere, was du möchtest. Kannst Menschen fotografieren, kannst schöne Gebäude fotografieren, aber geh einfach los und fotografiere. Mein zweiter Tipp ist, such dir ein 30-Tage-Projekt oder ein 365-Tage-Projekt. Das ist einfach eine super Übung, um deine Fotografie zu trainieren. Und du lernst dabei halt auch Motive zu sehen, wenn du dich nämlich auf ein Thema spezialisierst oder ein Thema konzentrierst. Ich habe dir ein paar Ideen auf meinen Blog gepackt. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Und dann hast du einfach so ein bisschen Inspiration, was du fotografieren kannst. Das Allerwichtigste ist aber, dass du den Spaß in deiner Fotografie behältst. Und deswegen solltest du ein Thema suchen, was dich wirklich interessiert. Sei es irgendwie Amateurfußball oder Handball oder irgendein anderer Sport oder Pferde oder Naturfotos, was auch immer. Such dir auf jeden Fall ein Thema, was dich auch sonst begeistert neben der Fotografie. Ich hoffe, dieses Video hat dich ein bisschen inspiriert und ich hoffe, man hat mir die Kälte nicht so angemerkt. Also ich kann kaum noch sprechen, weil es so kalt ist, aber ich hoffe, du sitzt jetzt zu Hause im Warmen und hast dich inspirieren lassen und gehst jetzt die nächsten Tage los und startest dein Fotoprojekt. Und wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, dann kannst du noch mehr solcher Videos sehen und noch mehr über Fotografie lernen. Und das alles kostenlos. Guck auch mal auf meinem Instagram vorbei, bei Facebook und vor allem auf meinem Blog. Da gibt es noch mehr Infos und Beiträge. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!